Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, diesmal aus dem Wintergarten, wie ihr sehen könnt. Und so ein Wintergarten, gerade jetzt so zwischen Frühjahr und Sommer, das ist schon was Feines. Mit den vielen Fenstern hier, die die Sonne reinlassen, da sitze ich schon richtig gerne drin. Aber viele Fenster, die wollen natürlich auch oder die müssen natürlich auch geputzt werden, denn sonst kommt die Sonne hier bald nicht mehr durch. Und dass das Fensterputzen jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht noch extra erzählen. Deswegen, was macht man in so einem Fall? Man holt sich eine Putzhilfe. Und meine Putzhilfe, die ist mit Stecker dran, die ist elektronisch. Das ist der Konga Windroid von Secotec, ein Fensterputzroboter. Der hier ist ganz interessant, für 200 Euro gibt es den schon zu haben. Und ja, der ist jetzt nicht brandneu, die gibt es schon länger, solche Geräte. Aber die ersten davon, die waren noch ziemlich teuer und die Reinigungsleistung war so mittelgut. Dann gibt es noch die sehr, sehr günstigen Geräte, da ist die Reinigungsleistung auch sehr, sehr günstig oder ungünstig in dem Fall vielleicht. Und es gibt natürlich noch teure Premium-Produkte. Und ich finde, dieser siedelt sich preislich so dazwischen an und könnte ein ganz guter Kompromiss sein. Ob der aber so gut funktioniert, wie das Ganze funktioniert, das wollen wir uns in diesem Video hier mal anschauen. Wir packen ihn jetzt gemeinsam aus, gucken, ob wir den schnell in Betrieb genommen bekommen und schauen uns dann an, wie er reinigt und wie das Endergebnis ist. Genug Fenster habe ich dafür jedenfalls hier um mich herum. Das heißt, das wird kein Problem sein. Und in der Theorie stelle ich mir das sehr, sehr praktisch vor. Ich kann die Zeit, die ich spare, weil er hier für mich die Fenster putzt, investieren und für euch schon mal das Video vorproduzieren. Also so zumindest die Theorie. Jetzt gehen wir in die Praxis, packen das Teil aus und putzen ein paar Fenster, würde ich sagen. Los geht's. Also dann lasst uns mal reinschauen und uns den Kollegen mal ganz genau angucken. Okay, so rum geht's auf. Wir haben hier einmal eine dicke Betriebsanleitung in mehreren Sprachen und hier noch so eine Hinweiskarte mit dabei. Und dann vermute ich mal hier drunter, yes, da ist auch schon das Hauptgerät. Wir nehmen es mal raus und können uns hier schon mal die Unterseite anschauen. Da ist also dieser Mob oder die zwei Mobs angebracht. Die vibrieren auch noch. Hier ist ein Ein- und Ausschalter und das hier wird wahrscheinlich das Sauggerät sein, denn der heftet sich natürlich an die Scheibe, damit er die auch erklimmen kann und nicht herunterfällt. Hier von so Bändern angetrieben, hier haben wir noch so ein paar kleine Kügelchen dran und viel mehr gibt es auf der Unterseite auch gar nicht zu sehen. Wir drehen ihn mal um und nehmen auch das Kabel hier heraus. Das ist kein Stecker, der in die Steckdose kommt, sondern der verbindet sich gleich hier mit diesem Teil, werden wir noch sehen. Ansonsten hier einmal auf Clean gedrückt, dann fängt er an. You will see it clear. Das werden wir mal noch sehen. Smart Navigation hat er, einen vibrierenden Mob hier unten dran und ja, professionelle Resultate ohne großen Aufwand. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich von so einem Teil erwarte, was ich mir davon verspreche. Lasst uns hier die Werbesprüche einmal abziehen. Das hier, da muss ich wohl doch noch irgendwas manuell sauber machen, ist nicht ganz abgegangen. Ja, aber so an sich relativ leicht das Teil und portabel hier durch diesen Griff. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo das Kabel reinkommt, beziehungsweise sehen erstmal hier erfreulicherweise, dass da noch ein zweites Mob-Paket mit dabei ist. Einmal für die Mitte und einmal für vorne dran. Jetzt haben wir hier noch so ein extra Päckchen und können es öffnen. Daran sehen wir hier einmal einen Saugnapf mit einem, was ist das, Kabel dran. Wir haben hier einmal ein Fläschchen mit Reinigungsmittel. Steht leider alles auf Spanisch. Muss ich mal schauen, was da in der Anleitung zu steht. Und hier gibt es auch noch eine Fernbedienung. Dieser hat jetzt keine App-Anbindung. Gibt es auch noch, ist dann noch ein bisschen teurer. Aber aus der Ferne werde ich den wahrscheinlich ohnehin nicht starten. Dann müsste der ja immer an einer Scheibe sein und könnte dann auch nur ein Fenster putzen. Gibt es auch, hat bestimmt auch seine Vorteile. Aber hier oldschool mit der Fernbedienung kann der aktiviert werden. Da sehen wir einmal hier so ein Verbindungskabel. Das ist der Anschluss von eben. Das kommt mir bekannt vor. Und dann hier noch ein Stromkabel. Und hier auch das Netzteil, das dazugehörige. Und hier haben wir wieder unseren Anschluss. So schließt sich der Kreis. Und das Ganze werde ich jetzt mal zusammensetzen, mal gucken, wie das funktioniert, wie lang das Kabel ist, ob der überhaupt hier überall hochkommt. Und dann starten wir das Gerät mal, würde ich sagen. So, und lass uns jetzt hier mal das gesamte Kabelgewusel durchgehen, denn das ist wirklich einiges. Wir haben da noch so ein Verlängerungsteil dabei. Das macht natürlich auch Sinn, je nachdem, wie groß eure Scheiben sind. Also fest verbaut hier am Fensterputzroboter ist dieses Kabel.
das habe ich dann hier, ich kann euch ja mal ganz kurz den Mechanismus zeigen, verbunden mit dem Verlängerungskabel. Also das wird einfach nur so ineinander gesteckt, damit das Ganze auch unter Zug und unter allen widrigen Umständen hält, wird das noch zusammengeschraubt, dann lässt sich es nicht mehr trennen. Dann hier alles Verlängerungskabel und irgendwann kommt hier der nächste Anschluss und der geht dann ins Netzteil und das Netzteil hat dann auch nochmal ein Kabel. Das heißt, selbst wenn ihr sehr große Fenster habt, sollte der hier noch hochkommen. Ich weiß gar nicht, wie lang diese ganze Konstruktion hier ist. Ich ziehe das mal auseinander. Das sind bestimmt um die 4 Meter. Wenn ich es irgendwo finden kann, blende ich es nochmal ein oder wir messen es gleich nochmal gemeinsam nach. Schauen wir mal. So, hier ist das gute Stück. Ich habe mich hier jetzt erstmal ein bisschen eingelesen. Es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die eure Fenster brauchen oder die ihr einfach haben müsst. Und damit ich das alles richtig wiedergebe, lese ich es hier gleich vor. Also die Fenster sollten größer als 50 x 70 cm sein und das Glas selbst sollte eine Dicke von mindestens 5 mm haben. Ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter zu beachten. Wir werden diese Unterseite hier gleich mit diesem Reinigungsspray einsprühen. Also er hat keinen eigenen Sprüher, nutzt einmalig das Putzmittel, was ihr auftragt und kehrt dann, wenn er fertig ist, wieder an den Startpunkt zurück. Wir können zwei verschiedene Reinigungsmodi fahren. Das sehen wir hier schon, N- und Z-Reinigung. Und das ist in dieser N-Reinigung so ein Auf und Ab. Eignet sich gut für hohe Fenster, so wie in unserem Fall jetzt hier. Und diese Z-Reinigung geht dann so von links nach rechts und wird eher für breitere Fenster empfohlen. Aber auch da habe ich ein Fenster, wo das zutreffen könnte. Also können wir beides gut gebrauchen. So, Roboter haben wir hier. Wir fangen hier mit der Tür einfach mal an. Ich schalte ihn ein. Er saugt sich erstmal fest und dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Clean und dann legt er auch schon los. Lassen wir ihn mal arbeiten. Und dabei fällt auf, dass er da wirklich sehr, sehr systematisch zu Werke geht, also genau hier in diesem N-Parcours, den wir hier vorher ausgewählt haben, also von oben nach unten, dreht sich auch nochmal um, damit er mit der flachen Seite wirklich auch in jede Ecke kommt und ist dann nach ein paar Minuten fertig, piepst dann, wenn man ihn abnehmen sollte, damit er nicht einfach da vergessen wird und irgendwann nicht mehr kann und runterfällt. Also das war schon sehr problemlos. Was mir aufgefallen ist, wenn es dann da doch gröbere Verschmutzungen gibt, also alles, was jetzt über den normalen Schmutz hinausgeht, wie auch immer der aussehen mag, da hat er schon so ein paar Probleme mit. Mein Vorschlag, ich greife dem Fazit schon mal vorweg und lasse es hier fallen, mein Vorschlag für den besten Einsatz von diesem Roboter ist, dass man einmal einhergeht und sagt, okay, jetzt ist Frühjahrsputz, jetzt werden alle Fenster geputzt und ab da in kürzeren Intervallen den hier diesen Job dann übernehmen lässt. Denn wenn sich in einer kurzen Zeit gar nicht so viel grober Schmutz hier oder irgendwelche Klebereien, Pollen, Sahara-Staub, was auch immer hier ansammelt, dann wird er damit echt sehr, sehr gut fertig, hinterlässt keinerlei Streifen und kommt in jede Ecke. Also dann kann man ihn wirklich sehr gut gebrauchen. Wenn man jetzt allerdings sagt, boah, bei mir sieht es wirklich aus wie Hund, die Fenster kleben voll Dreck, dann sollte man die doch erstmal per Hand sauber wischen. Ja, und hier ist er jetzt drüber gefahren. Das Problem, was man mit gutem Wetter und sauberen Fenstern hat, man sieht einfach nicht, dass es sauber ist, denn man sieht nichts. Ist an sich ja eigentlich ein guter Indikator, dass ich jetzt hier mal so in die Ecken gehen kann und man da auf dem Glas auch wirklich nichts mehr sieht. Ich bin ganz zufrieden. Wie gesagt, das Fenster war jetzt auch nicht das dreckigste, aber für so eine Zwischenreinigung mal zwischendrin, ich kann mir vorstellen, wenn man den jetzt häufiger fahren lässt, dann wird es auch gar nicht erst richtig dreckig und dann kommt der mit dem Schmutz sehr, sehr gut klar. Draußen stürmt es, ihr seht das, ihn hat es trotzdem nicht vom Fenster gehauen, was ja auch schon mal beruhigend zu wissen ist. So, nächste Schwierigkeitsstufe, diesmal ein breiteres Fenster, also nicht in die Höhe, sondern in die Breite. Wir haben schon gelernt, da machen wir dann die Z-Reinigung gleich und außerdem ist dieses Fenster hier ja so ein bisschen angetatschter. Wir haben zwei Kinder, wer auch Kinder hat, weiß, was das für Fensterscheiben bedeutet. Das heißt, hier bin ich dann schon mal gespannt, ob die Reinigungsleistung hier dann auch so sichtbar wird, wie sie hinten an der großen Terrassenscheibe wurde. Und während wir hier jetzt noch das Vorherbild von der Scheibe und den Dreck darauf sehen, noch ein Tipp von mir. Der Roboter hat ja kein eigenes Sprühsystem, dass er vor sich immer wieder Putzmittel oder zumindest Wasser aufträgt. Deswegen, ich habe so ein bisschen Wasser aus einer Sprühflasche auf die Scheibe gesprüht, zusätzlich zu dem Reinigungsmittel. Das fand ich immer besser. Man darf nicht zu viel nehmen, sonst wird es rutschig für den Roboter, dann kommt er nicht mehr so gut voran. Aber wenn sich das in Maßen hält, dann könnt ihr ihn damit sehr, sehr gut unterstützen und das Ergebnis wird noch so ein bisschen besser am Ende.
Und auch hier macht er seine Sache wirklich gut. Und jetzt ist es mal Zeit, einen Strich drunter zu machen. Was bringt uns so ein Fensterputzroboter? Was bringt uns dieses Modell hier? Ja, es ist wie so oft auch mit diesen Saugwischrobotern. Die kann man unterstützend verwenden, aber du kannst damit auf keinen Fall sagen, ich muss nie wieder putzen bei mir zu Hause. Und genauso, finde ich, kann man es auch auf diesen Fensterputzroboter hier adaptieren. Der ist wirklich eine sehr, sehr gute Unterstützung, wenn ihr einmal, das habe ich ja auch schon jetzt erwähnt, wenn ihr einmal richtig geputzt habt, die Fenster sauber sind und ihr den dann in nicht allzu großen Abständen fahren lässt und wenn dann nicht jemand auf die Idee kommt, irgendwie einen Becher Joghurt oder was auch immer an die Scheibe zu schmieren und den dann dort antrocknen zu lassen. Deswegen von mir eine klare Empfehlung, wenn ihr so eine Form von Unterstützung gebrauchen könnt, wohl wissend, dass der eben natürlich auch keine Wunder bewirken kann. Der Preis 200 Euro finde ich dafür völlig in Ordnung. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut einmal unten in die Videobeschreibung. Da führt es euch direkt via Link zu dem Produkt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Und ich finde, dieses Gefühl, wenn das Teil sich dann an der Scheibe festsaugt und man den Griff loslässt und es dann wirklich dort bleibt und seine Runden dreht, das ist wirklich witzig und auch eine witzige Richtung, in die sich die Technik hier doch weiterentwickelt. Und ich bin schon gespannt, wie viel Fahrt das Thema Fensterputzroboter wirklich noch aufnehmen wird. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg in diese Welt. Preislich auch absolut stemmbar, finde ich. Das kann man sich bei Interesse wirklich gerne mal anschauen. Die Ergebnisse, wie gesagt, sind in Ordnung, sofern die Verschmutzungen eben auch in Ordnung sind. So, damit schließt sich der Kreis. Wir sind am Ende dieses Videos. Vielen Dank, dass ihr hier bis zum Ende zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch und vergesst auch nicht, meinem Kanal ein Abo dazulassen. Dann seid ihr auch immer unter den Ersten, die das mitbekommen werden, wenn ein neues Video online geht. Dieses hier ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen bis zum Ende und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.